großen Haus. Da wohnt der Tim und der Tom. Wer ist denn da? Na, ich bin's. Ach, du bist's. Wen hast du denn erwartet? Na, dich. Komm rein. Champignon, Champignon, ist der Mann mit Lampignon. Und er schießt mit seinem rechten Fuß direkt ins Tor. Tim, das Bild ist fertig. Was denn für ein Bild? Das, was ich von dir gemalt hab. Tom. Ja? Wann ist denn das soweit mit dem Laternenfest? Noch einmal schlafen, dann ist es soweit. Gute Nacht. Tim, was machst du denn da? Ich schlafe. Es war einmal. Und denk dran, morgen ist Laternenfest. Was machst du denn da, kleine Raupe? Nein, 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 bitte nicht an meinen Fuß. Hey, gefährlich. Das ist... Jetzt ist ja schon was drin in der Tüte. Was? Ein Dieb? Psst! Sag mal, was klaut denn eigentlich so ein Dieb? Ich glaube, die nehmen immer das mit, was man am allerliebsten hat. Tom, der will nicht den Lampignon. Wieso? Der will dich. Was? Ja, weil du das Liebste bist, was ich habe. Da krabbelst du rein, dann sieht er dich nicht und kann dich nicht klauen. Weißt du, wenn so ein Dieb nämlich kommt und ich pass auf und dann wird er frech und dann kriegt er von mir was auf den Deckel. Paff! So. Jetzt passe ich auf. Au! Der will nicht mich klauen, der will nicht dich klauen, der will uns beide klauen. Was? Weil wir uns beide so lieb haben. Oh, da müssen wir uns beide verstecken. Na los. Aber mach dich doch nicht so lang. Nee, du machst dich ein bisschen zu dick. Ja, was? Nee. Nein. Aber du machst dich ja extra lang. Also so wird das überhaupt nicht. Wir rollen uns da rein. Dann sieht er uns nicht. Ich bin auch kein Rollmops. So, jetzt müssen wir uns rollen. Oh nein! Was denn? Na, ich sehe nichts. Ja, das ist es ja gerade. Tom? Ja? Ich kann nicht schlafen. Ich muss immer an den Lampignon denken. Das sieht richtig gut aus. Der Tim hat tatsächlich einen Preis gekriegt. Was ist das denn? Ein Schmetterling aus der Tüte? Ja, aber Tom, die Geschichte, die kenne ich doch. Weil wir immer zusammen sind. Wir sind ja dicke Freunde.